So, willkommen zurück zur weiteren Folge Ellie für die Nintendo Switch. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ja beim letzten Mal den ersten Kristall besorgt. Und jetzt können wir über diese Brücke rübergehen und versuchen, die anderen vier Kristalle zu bekommen von Ganti, der uns die geklaut hat. Eigentlich sind wir die Wächterkristalle. Er meint, er müsste uns die wegnehmen. So, los geht's. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, habe ich natürlich genau zu einem Ladebildschirm geführt, aber so ist das ab und zu. Ich bin gespannt. So. Oh, da haben die Texturen gerade nachgeladen. Aber ist nicht weiter schlimm. Glitschiges Dorf. Okay. Hallo da, hallo. Ja, wir wollen uns reden. Burt der Geschickte. Hallo! Zahnräder halten unsere Welt am Laufen, aber ich bin ziemlich traurig. Es sieht so aus, als wäre unser Spaß zu Ende. Meine lieben Freunde oben in den Höhlen der verrückten Maschinen haben sich beschwert, dass Gas dir unsere Maschinen kaputt gemacht hat. Ich vermute, ich muss mich selbst dorthin schleppen, um alles in Ordnung zu bringen. Wie immer. Ich muss mich davon machen. Bis später, Ellie. So geil, dass wir sie alle wegbeamen können, ne? So. Wir gehen erstmal hier weiter. Gucken wir, wohin kommen hier. Ein bisschen größer hier alles, ne? Da ist das der Shopmaker. Vielleicht können wir was kaufen bei dem diesmal. Gucken wir mal. Also, 5 Stück haben. Wir können eine neue Cappy kaufen. Sparen wir für eine coole Cappy? Ja, ne? Wir sparen für eine bessere Cappy. Was haben wir hier so? Neue Kostüme. African Style, oder ist das hier? Ein bisschen bunt? Machen wir doch mal. So. Ah, sieht schon feiner aus. Oh, hier kommen ein paar Kristalle einsammeln. Wenn ich mir ein bisschen nasal klinge, liegt es daran, dass ich immer noch eine Erkältung habe und meine Nase ein bisschen zu ist. Aber ansonsten geht es mir ganz okay. Höhlen der verrückten Maschinen. Oh, das sieht nach einem Jump'n'Run-Part aus. Perfekt für uns. Achso, ich habe auch einen Eukalmentol-Bonbon im Mund. Das kann gut sein. Das ist auch geil. Habt ihr die Speicherszene gesehen? Eine Diskette. Wie cool oldschool ist das denn bitte sehr? Eine schöne 3,5 Zoll Diskette. Oh, mit Feuer. Habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Okay. Da komme ich nicht so rauf. Ah, warte, ich muss... Ah, okay, okay. Oh nein! Oh nein! Okay, ah, ist doch dumm. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh nein! Oh, ich hätte erst auf den einen oberen oder so rein müssen. Das war ja dumm. So. Und dann hier längs, ne? Nur so macht es Sinn. Nein! Wohohoho! Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich habe wirklich ein paar Probleme immer mit der Dreidimensionalität. Also bei Super Mario hatte ich nicht so eine Probleme, aber hier schon irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hä? Da muss ich doch raufkommen. Warum kann ich nicht raufspringen? Da muss ich doch raufspringen können. Oh, so. Warte mal. Oh, nein! Dann falle ich von der anderen Seite runter. Wie dumm ist das denn? Holen wir gleich nochmal. Gut, dass wir unendlich Leben haben. So. Perfekt. Was ist das hier? Achso, gar nichts. Oh, ich rieche eine Hutmünze. Oh, ich auch. Die ist wahrscheinlich da drüben. Bei dem Heini da, ne? Oder wo ist sie? Ey, sag mal. Hab ich so einen Knick in der Optik? Anscheinend. Das war ja dumm. Das war ja dumm. Oh. Hier ist die Hutmünze nicht. Die ist auf der anderen Seite, behaupte ich mal. Wollen wir uns die mal ergattern? Versuchen?
würde sagen, ja. Aber... Ah, was war das denn? Wo kann die Hutmünze denn sein da? Frage ich mich gerade. Muss ja irgendwo da unten sein, ne? Nee, hä? Da kann ich ja nicht hochhüpfen. Ach Quatsch, da kann ich stehen? Was ist das denn? Ist das ein unsichtbarer Weg gewesen? Warte mal. Wollen wir mal erkunden. Das ist ja verrückt. Wie kann man das denn? Man hat ja gar nichts gesehen. Na gut. Scheint ja geklappt zu haben. Verrückt. Also ein bisschen schlecht, oder? Man konnte ja nicht mal irgendwas sehen. Das ist ja wirklich nur in der Luft. Reine Luftspringerei war das. Na gut. Aber wir haben die Hutmünze. So, hier geht's weiter durch. Oh. Okay. Das sind wie die Heizplatten. Oh, bloß mit Strom. Börte Geschickte. Hallo. Die ersten Geräte sind repariert. Ich habe keine Ahnung, wer diese hier erbaut hat. Immer muss sich Bird einschalten und alles reparieren. Jeden Tag, jeden Tag. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Eigentlich ist es sehr befriedigend, etwas zu reparieren. Oh, dann halt doch die Backen, wenn es befriedigend ist. Oh, hier. Ah, jetzt macht's Sinn. Gut, dann müssen wir aber wieder auf die andere Seite bringen, wahrscheinlich trotzdem. Oh! Also ab und zu, man kann sich ja im Schatten orientieren, ne? Ich weiß, aber... Ist trotzdem schwierig. Aber wir fangen hier oben wieder an, ist ja geil. Ich direkt zurückschicken. Hä? Aber wenn ich den jetzt zurückschicke... Dann geht das zu, das Tor da hinten. Wo ist es denn, ne? Ah, okay. Gut, gut. Jetzt ist das Tor da hinten auf. Mal rübergehen und den Block holen. Und den können wir da drüben hinschmeißen, nämlich. Mit einem gezielten Wurf, wollte ich gerade sagen. Zack. Oh. Na gut, dann können wir ja raufstellen. Was jetzt da passiert ist genau, weiß ich gar nicht. Aber wir müssen eh wieder hier hoch. So. Und wieder zurück. Gut. Dann können wir durch. Okay. Guck mal, den trage ich in der Luft. Hi Ellie, hi. Oh. Komm Bird, was hast du zu erzählen? Bird der Geschickte. Hallo, es ist viel schlimmer als ich gedacht hatte. Garcy hat meine Maschinen zerstört, was für ein Miststück. Ich glaube, du musst mir helfen, Ellie. Ich muss meine fehlenden Zahnräder zurückhaben, um alles zu reparieren.
Such mich in der Nähe, sobald du alle 5 gesammelt hast. Bis später. Klar, was soll ich sonst machen? Hab halt sonst nichts vor. Ach scheiße, das Ding war schon auch unten, ne? Okay, warte, müssen wir noch mal schneller sein. Nee, das Ding ist nicht unten. Okay, dann müssen wir uns irgendwas suchen, wie wir das erstmal runterbekommen. Da ist auf jeden Fall ein Zahnrad da hinten, das können wir schon mal einsammeln. Ein Zahnrad haben wir. Warte, da kommen wir schon auch hoch, oder? Hier ist noch ein Zahnrad. Brauchen wir noch ein Zahnrad? Was können wir mit der Kugel machen? Springen können wir mit der Kugel schon mal nicht. Und hoch komme ich auch nicht. Da oben hing auch noch gerade ein Zahnrad, habe ich gesehen. Was sollen wir mit der Kugel machen? Mit der Kugel machen. Hier längs gehen vielleicht? Ja, von da sind wir ja gekommen, ne? Hier gab es nichts, wo wir die hinstellen konnten, ey. Okay, also, wir haben diese Kugel. Die aussieht wie der Todesstern. Ich gehe mal hin, ich mal hin. Also, warte, geh mal hier hin. Wir gucken nochmal von hier. So, hier hing doch auch irgendwo ein Zahnrad da. So. Hier kommt auch hoch. Aber nicht so wirklich hoch. Okay. So, gucken wir uns nochmal, tummeln wir uns nochmal hier rum. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Okay, wenn ich da jetzt durchspringe, was passiert denn da? Da ist auch noch ein Zahnrad oder irgendwas, ne? Oh! War ja dumm. Oh nein, das war richtig dumm. So, 4 Zahnräder haben wir, jetzt fehlt noch eins. Aber wie kriegen, was sollen wir mit dem einen hier machen? Wo ist mal eine neue Kugel? Muss bestimmt woanders hin, die Kugel. Dann muss ich die Kugel dagegen schmeißen. Ich weiß es nicht. Warte mal, wir testen es nochmal. Es kann ja gut sein, dass ich dagegen schmeißen muss. Das soll ich garantiert nicht, okay. Wie kommt man denn da hin? Hä? Weiß ich gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Eine Plattform sein hier, aber es ist keine Plattform. Warte, ich gehe mal hier zurück, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas war mit der Kugel oder so. Ne, hier nicht. Aber warte mal, ich habe noch eine Idee, habe ich noch. Eventuell ist es das. Ich glaube zwar nicht. Wenn ich hier hochgehe und dann die Kugel da reinwerf, kann es das sein? Probieren es mal, warte mal.
Da ist auch das Loch gewesen, ne? Soll ich da nicht vielleicht rein ins Loch? Kann ich mir gut vorstellen. Oh, ja, es ist richtig. Okay. Gut, gut. Jetzt nochmal. So, haben wir alle fünf. Oh, guck mal, hier, da sind noch Dinger. Ja, Münzen. Hab ich allein gesammelt? Ja, okay. So, dann gehen wir nochmal zu unserem, zu Bird, dem Mechaniker, zurück. Denn jetzt haben wir ja alle seine Ersatzteile. Hier, Birdie. Ah, guck mal, jetzt hat er hier so ein Ding gebaut, dann können wir das Tor aufmachen. Perfekt. Bitte. Danke. Schauen wir mal weiter. Oh ja, hier gibt es ein paar Münzen. Kristalle. Warum sage ich eigentlich immer Münzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich auf Münzen fixiert bin. Das kann gut sein. So, wir gucken mal. So. Oh. Oh. Na, ah, Glück. So, eine Hutmünze. Super. Und, oh nein. Wir kommen unserem Traumhut immer näher. Fällt da wieder runter? Dann falle ich. Ja. Die Frage, wo wir hin sollen. Hier geradeaus. Wir testen es mal. Anscheinend. Zumindest kann man hier hin. Da geht es auch noch irgendwo hin, aber hätte auch noch rechts weiter können, ne? Na gut. Irgendwo landen. Gibt ja nur einen Fahrstuhl. Oder? Bin ich wieder oben. Hier ist ein Beamer. Wo beamt er mich hin? Okay. Gucken wir mal hier oben. Ist hier noch irgendwas? Nö. Gehen wir durch diese Tür. Oh. Ah, okay. Das ist ein Türmechanismus. Den müssen wir uns wahrscheinlich merken. Denn das wird wahrscheinlich noch öfters passieren, dass man da irgendwas machen muss. Da muss man wahrscheinlich schnell sein oder so. Oh, Bird. Wie ich sehe, brauche ich wieder ein paar Zahnräder. Kein Problem. Ich bin der Zahnräder-Spezialist, sozusagen. Gucken wir uns erstmal, was er uns da drüben anbietet. Oh, kann ich da nicht rausspringen? Bin zu schräg gesprungen, ne? So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin soll, aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Hier vielleicht. So, jetzt dreht sich da hinten diese... dieses Swinging Ding. Da ist auf jeden Fall ein Zahnrad, das ist schon mal gut. Okay, wenn wir zurückgehen, kommen wir zu Bird, habe ich gesehen, da drüben. Müssen wir jetzt ja noch gar nicht machen. Hier mal längs. Noch ein Zahnrad. Jetzt hüpfen wir aber darüber. Oh! Oh, das war dumm. Ich gegen den Kopf da oben gegengeknallt. Das war wirklich dumm. Ah, schon wieder. Oh! Ah, es ist. Ah. So. Noch ein Zahnrad. Drei haben wir schon. Da unten muss wieder eine Kugel rein, wie man sieht. Warte mal. Hier rüber. Gucken, ob hier auch ein Zahnrad ist noch irgendwo. Das glitzert ja die ganze Zeit hier. Das ist vielleicht nicht so cool. Hier kommen wir runter.
Okay, hier brauchen wir definitiv das Ding. Aber warte mal. Kriegen wir hin. Gut. Da drüben ist das Loch. Haben wir es da rüber geworfen? Da, ne? Oh! Ah, das ist ja beschissen. So ein Kack. Das ist ja blöd. Nur nochmal machen. Okay, da muss man ein bisschen, muss ich ein bisschen weiter wegwerfen. Damit das nicht da nicht runterfällt. Da können wir ja auch hin. Wenn man von hier werfen vielleicht. Oh! Warte mal kurz. Ups. So. Jetzt nochmal das Ganze. Oh. Okay, ich weiß zwar nicht, wo das war, aber da kommen wir schon irgendwie hin. Da drüben, okay. So, 4. Fehlt noch das 5. Wo kann das denn sein? Und Nummer 5. Oh, hier oben ist mein... Ah, okay, warte mal. Hier kommt mein... Ah, okay, warte. Kriegen wir auch. Oder? So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zu dem Bird zurückkommen. War eigentlich nicht so schwer. Denn der war da hinten, wo man das Ding drehen konnte, glaube ich. Hm, dann gucken wir mal. Los hier. So, ich muss den runternehmen. Dann sollte das passen, dass wir da rüberkommen. Genau. Super. Hi, Birdie. Und los. Okay. Bin nur so halb. Können wir da raufspringen? Und da rüberspringen. Ah, war so gerade, ne? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war mal eine kurze, knappe Geschichte, aber super gut gemacht. Wird anspruchsvoller mit den Rätseln, das muss ich zugeben. Ist auch gar nicht so schlecht, das Spiel. Das gefällt mir immer mehr. Aber man muss erstmal reinkommen, finde ich. Höhlen der störrischen Maschinen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.